Hi, willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. Wir sind auf Schloss Rotmähne und hier soll ein Fest stattfinden. Und die Party People sind anscheinend schon alle da. Mit denen sprechen wir mal. Ah, there you are. Took your sweet Ich time, bin so but schnell hingekommen, wie es the prayers ging. are all made up. I'm waiting for the curtain. Let's give them a show to remember, eh? Just don't you go dying on me. For Rani's sake, too. Into the fray together, eh? Let's see what you're made of. Into the fray together. Okay. Champions! Welcome! The stars have aligned! The festival is nigh! General Radahn, mightiest demigod of the Shattering, awaits you! Champions! Prepare for battle! Defeat the general, claim glory, and grab that great rune! A celebration of war! The Radahn Festival! Ja, das habe ich vor. Kann ich mit dir sprechen? Also mit den Geistern kann man anscheinend nicht sprechen. Nee. Der Topfmann ist hier! Und wer bist du? Höfliche Verbeugung. Okay. Möchtest du dich nicht vorstellen? Anscheinend nicht. Ah, you came. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is? Ja, weiß ich. Well, it is none other than General Radahn himself. To think, I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Oh, gosh. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Be sure to get a good vantage, my eye. Okay. Und du bist der Veranstalter hier, oder wie muss ich das sehen? Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Oh. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Oh, Radahn macht keine halben Sachen, wie es scheinte. Alter, was ist das für ein Riese? General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! The Radahn Festival! Okay. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, even now, divested of his wits, devouring corpses, and howling at the sky. Okay. Die Kirche ist das da, ne? Ja, okay. Da sollte ich vielleicht nicht runterspringen.
Da hinten liegt was, ne? Ja. Dunkelschmiede Stein 5. Ja, die häufen sich jetzt in letzter Zeit. Das gefällt mir. Kann ich mehrere Waffen ausprobieren. Wobei, außer der Lindwurmwaffe für Glaube sagt mir noch nichts so wirklich zu. Und da das eher eine Stärke-Glaube-Waffe ist, ist das auch nicht so ganz mein Ding. Ich will eher eine mit Geschicklichkeit haben. Die Sense ist auf Stärke und Glaube halt gleich getrimmt. Ja, ich glaube, die ganzen Türen gehen erst auf, wenn ich Radan besiegt habe. Das macht auf jeden Fall den Eindruck. Da geht's raus. Schmiedestein 6! Ich glaube, ich kann meinen Talisman aufwerten. Ist auch ein Dunkelschmiedestein 6 und ich bin total glücklich. Okay, hier scheint es zu Radan zu gehen. Das ist ein Portal. Das ignoriere ich erstmal. Aber wahrscheinlich werde ich mit dem Portal darüber geportet, ne? Ja, das sieht so aus. Okay. Sternengeißel Radan. Ja, ich habe diesen Kampf schon bei meinem guten Kollegen Leo McBuddy gesehen. Hier kann man reichlich viel NPCs beschwören und den General schießen. Ich möchte das erst ohne probieren. Der haut schon kräftig rein, muss man sagen. Kann der Blut und Schaden kriegen? Wenn ich jetzt einmal fehle, mache ich auf jeden Fall alles auf Heiltränke. Lass mich in Ruhe. Es war zu... Ah, weg, 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 weg. Was macht er? Er boostet sich. Kann das sein? Lass mein Pferd in Ruhe. Lassen Sie sich mal auspowern. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aua! Gucken wir mal. Was kann ich mit Magie ausrichten? Nicht viel, weil er sehr beweglich ist. Was sagst du dazu? Ich müsste treffen, um das zu erfahren. Das mag er nicht gerne. 400 Damage oder so. Na, ich muss letzten Ort der Gnade nehmen. Ich muss Magie mit Heilflakons tauschen.
Flasche können wir ja anders verteilen. Ich glaube, ich brauche keine Magie gegen den. So. Achso, hier kann ich den nicht benutzen. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe ungefähr ein Drittel habe ich ihn gezockt. Hä? Wieso geht's hier nicht rein? Ah ja, stimmt. War der Seiten... Was? Ey, muss man jedes Mal mit den Deppen sprechen? Was? Wie unnötig ist das denn? Wo sind meine Runen? Es sind 16.000 gewesen. Ja, genau! Ich habe hier... Radan-Speer. Ja, dann scheiß drauf. Ja, das war ein kurzes Vergnügen. Und die Runen sind weg. Diesmal nicht, mein Freund. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu gierig. Ich sollte den immer nur einen geben und dann mich verziehen. Immer seine Kombos abwarten lassen. Ja, das klappt viel besser. Der hat sehr viel Leben los. Ja, jetzt. Als ob der mit einer... Ja, ich konnte nicht mehr aufstehen! Das war schon mal ein schlechter Start. Aber der Boss ist anscheinend daraus ausgelegt, dass man diese Hilfe beschwören soll. Naja. Noch bin ich nicht verzweifelt. Eins muss man sagen, Radan haut rein. Weg! Ah, er kann solche... Nein! Geritten. Warum trifft mich das? Radan, du kleiner. Ist er anscheinend auch nicht für meinen Blutungseffekt anfällig, was auch sehr, sehr schade ist. Das war zu gierig schon wieder. Er kann mich one-hit. Okay. Okay, Radan, du hast gewonnen. Ich werde Hilfe annehmen. Wen haben wir denn hier? Wir haben keine Zeit für Begrüßungen.
Oh, Patches hilft mir auch. Patches, mach kein dummes Zeug. Ja, da hat einer sich schnell verabschiedet. Ja, komm. Radan ist komplett an der Ausrasten. What the fuck? Moment, da kann ich wieder einen holen. Es sind nicht mehr viele übrig, kann das sein? Nein! Ich bin in der Höhle des Löwen! Weg, weg, weg! Ich wollte ihn punishen. Weg. Ah, scheiße. Frankchen. Okay, da hinten ist wieder ein Feld aufgeploppt. Was soll ich denn dagegen tun? Das ist overpowered. Ich muss weg. Er tötet die ganze Zeit mein fucking Pferd. Ja, super. Geht mir so auf die Nerven, wisst ihr das? Ah ne, das sind nur meine Runen. So. Und die schwarzen Flammen mochtest du ja nicht, ne? Nein. Dann muss ich vielleicht meine Flakons gleich wieder ändern. Ui, der kann mich zu sich hinziehen. Ah, scheiße. Ah, verdammt, nicht getroffen. So, jetzt habe ich keine Magie mehr. Jetzt muss ich mein Pferd wieder zurückgreifen. Was ist jetzt los? Wo ist er hin? Radan? Radan! Was ist das? What the fuck? Was war das? Ein riesiger Feuerball auf jeden Fall.
Ah, Radahn ist wieder da. Zweite Phase sind wir anscheinend jetzt. Blade und der Top sind noch da. Was haben diese Kometen da auf sich, die bei ihnen sind? Weg, 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 weg. Die ganzen Phantome sind tot. Was zum Teufel? So, ich bin noch gerollt. Wollte gerade sagen, so du Arsch. Meine schwarze Flamme magst du nicht. Und die werde ich dir volle Breitseite verpassen. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, da ist noch einer. Ah, das ist Blade. Der hat die ganze Zeit nicht beschworen. Das war dieser Halblöwe, der die ganze Zeit da war. So, jetzt ist er abgelenkt, ne? Ja, er guckt auf mich drauf. Ah, er ist abgelenkt, okay. Nix, Aradan! Lass mich in Ruhe! Ja, die schwarze Magie, das mag er gar nicht. Da war ich zu langsam. Okay. Ich glaube, ich sollte mich von Acker machen. Eben ist ein Feuerball von oben irgendwie gekommen. Ah, da kommt er. Ah, ich habe keine Magie mehr. Ja, meine schwarzen Feuerbälle sind super effektiv. Aber wir werden immer weniger. Er ist so ein Monster, ne? Ne, 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 nicht... Nicht auf mich! Ne, 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 Radahn! Radahn, was hast du vor? Ja, moin! Nein, nein, nein! Nein, weg! Stirb! Okay, ich hab nicht ganz den Hasenfuß gemacht, aber... Alter, und 70.000, nicht schlecht. Das ist ganz schön heftig gewesen. Und er gibt mir sein Echo und seine große Rune.
Ja, die Sterne fließen jetzt anscheinend wieder. Okay. So, hier waren noch Items, die möchte ich gerne suchen. Aber holy shit, war der Kampf geil. Er ist, wenn du diese Hilfe nicht annimmst, ist er komplett overpowered. Das muss man ganz deutlich so sagen. Selbst mit der ganzen Hilfe kann er dich halt easy one-shotten, wenn man nicht aufpasst. Okay, hier sind noch Items. War da ein Speer? Nochmal Radarnspeer. Wahrscheinlich gibt es die ganzen Radarnspeere. Ich habe hier, glaube ich, noch kein anderes Item aufgenommen. Da hinten sind meine Neuronen. Das interessiert mich nicht. Oh, hier ist ein Ort der Gnade sogar. Und Blade und der Topf. Ich gucke mal, ob hier noch Items sind. In der nächsten Folge sprechen wir mit den Leuten dann noch. Wir sind am Ende. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich durch das Rausschneiden noch einsparen werde. Aber wir sind, wenn ich jetzt nicht rausschneide, schon an Überziehen. Aber ich glaube, es sind alle Items hier schon eingesammelt. Und wenn, dann sind es, glaube ich, sowieso nur diese Radarnspeere. Okay. Das Gute ist, ich habe den Gnadenstoß gegeben. Fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Wir machen gerade noch ein Level up. So, und in der nächsten Folge sprechen wir mit den Beteiligten hier und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.